schön hier. Junge, 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 ist das schön. Oh, mit dem Verkehr. Hey Leute, das ist absolut nebelgrau. Ich gebe jetzt genau im Weg, weiß nicht, wohin der laufen will. Immer ein interessanter Radweg hier. Boah, hier knattert und rattert das. Nationalpark, Vorpommersche Boddenlandschaft, jetzt geht's los. Scheuert. Eine beliebte Strecke für Tagesreisende, ne? Immer nur einmal laut genug schimpfen und schon das Meer da. Jetzt weiß ich nicht, was für Verkehr. Da oben im Norden, der Kind ausbrochen, alles fliehen oder was? Die Oma guckt grimmig, die hat bestimmt keinen Bock vor das Fall. So, 9 Kilometer bis Bad, zum Mario Bad. Ja, schön bunt und leuchtend. Guck mal, Leute, was die Sonne mit meiner Kinderschokolade gemacht hat, die letzten 2 Tage. So sieht Käse aus bei 29 Grad. Ja, warme Scheiben. Kaffee kocht. Viertel nach, Leute. Ob ich diese irrsinnige Ruhe. Ja, gut, das ist irgendeine Rangerin, die. Obwohl Vögel, die sah sie offiziell aus. Ob die nochmal erleben werde, auf der restlichen Fahrradtour? Ich glaube kaum. Weil es wird ja städtischer. Bismarck, Rostock, Lübeck und so weiter auf den letzten 100 Kilometer. Aber wer weiß, vielleicht das letzte Naturschutzgebiet würde ich erleben. Vielleicht. Aber wer weiß, die Mücken haben mich heute Nacht echt abgestochen. Ne? Meine Füße sind komplett zerstochen. Dabei bin ich gar nicht so empfindlich für Mückenstiche. Jetzt gerade habe ich schon wieder einige. Ey, so ein Miststück, ne? Ja, das ist der Nachteil hier. So, jetzt muss ich irgendwie gucken, ist Sonntag. Ich brauche auf jeden Fall Abendessen. Ich brauche auf jeden Fall, mein Gott, bin ich durcheinander. Getränke, Getränke. Heute wird nochmal sehr, 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 sehr warm. Das steht fest. Und ich muss, tschüss, meine schöne Pausenstelle. Auf geht's zur 54. Reisentag. Gucken, wo der hin uns führt. Irgendwie Richtung Rostock-Wismar, denke ich mal. Oh, schön hier. Junge, 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 ist das schön. Boah. Ja, um 8 Uhr schon relativ warm. Nicht zu fassen, Leute, ne? Wir haben 9. oder 10. September. Ist das nicht irre? Überall meine süßen Klapperstörche. So, 9 Kilometer bis Bad, zum Mario Bad. Ich glaube, ich sogar gleich geschrieben. Mein Gott, hier ist aber echt Vogelwelt, ne? Lecco mio, ey. Wunderschön. Naturschutz. Wow. Ein interessanter Radweg hier. Warte, ich gehe gleich auf die Hauptstraße rüber, weil alles andere wäre mir jetzt so kompliziert. Stimmt schön hier durch die ganze Natur, aber da muss man sich ein bisschen auskennen, Leute. Ansonsten verfranzte ich hier ganz schnell. Ah, ich glaube, da ist schon die Hauptstraße. Ah, das wäre ein Zipke. Schön. Ich will aber nach Bad und hoffe, dass ich da erst das Handy aufladen kann, weil es da irgendwo eine Toilette gibt. Ja, liebe Leute, die Straße, Hauptstraße, ganz schön eng, aber Gott sei Dank gut geteert. Ja, der Wind übrigens heute nicht so gut, der wird mich ärgern heute. Ich glaube, der kommt aus dem Westen. Ja, kaum Verkehr am Sonntagmorgen, Gott sei Dank. Kann auch so bleiben, habe ich nichts gegen. Ne? Ah, schöne Bushaltestelle. 500 Meter durch das Dorf und schon bin ich raus. Oh, Bad, 5 Kilometer, okay. Und schon sind wir wieder auf dem Land. Wahnsinn hier. Ja, die Maisfelder sind natürlich alle abgewirtschaftet. Ja, wir haben September, ne? Ein Getreidesilo oder so. Für mich geht's natürlich Pech hoch. Was sonst? Ich ging mal hier richtig gut den Berg hoch, ne? Ich glaube, ich habe auch eine schöne Sicht jetzt aufs Meer. Ja, so ein bisschen. War klar von hier oben. Ja, jetzt kommt mal ein schönes Gefälle hier. Ah, das ist bestimmt Bad da hinten, ne, mit der Kirche. Ja, mein erster Pausenort, definitiv. Egal wie, warum. Ich hoffe, ihr Bad nicht nur eine schöne Kirche hat, sondern auch immer eine schöne Toilette. Das ist im Augenblick echt der Dringendste, Leute. Danach kommt direkt Handy aufladen. Nun denn. Ja, schön bunt und leuchtend. Dieses Bad. Da muss wahrscheinlich lang bauen. Ich wüsste, ob da eine Tankstelle gibt, ey.
Ich fahr erstmal in den Ort rein, ey. Oh, ist heute Markt oder was? Heute ist Sonntag. Ja, Altstadt Center. Altstadt. Aha. Wir bauen so eine Fete auf. Ja, süß hier. So klein ist Park gar nicht. Wenn ihr wohl auch hoffentlich eine Toilette haben, ne? Ich glaube, ich fahre da jetzt nicht rein. Der Bäckerei ist schön. Steht jetzt genau im Weg. Ich weiß nicht, wohin der laufen will. Hübsches Stadtcenter. Hübsch. Ganz hübsch. Ja, ohne mächtige Kirche geht es hier nicht ab. Ne? Wow. Hammer. Ja, Flohmarkt wohl. PC, meine Rettung. Aber wo? Ja, scheiße, Sonntag alles zu, ey. Keine Geschäfte offen. Ausgerechnet an dem Tag, wo ich eigentlich fast nichts mehr zu trinken habe, zu essen habe. Die Geschäfte haben alles zu. Und haben wir den Dach mit schönen Turm. Ja, schauen wir mal. Irgendwo eine Tankstelle wäre jetzt nett. Ah, die kommt mir gerufen. Ja, sind die ganzen Sonntagsausflügler, Leute. Das ist klar, schönes Wetter. Letzter Sonntag im Sommer. Strandnähe, oh je. Nationalpark Vorpommerische Böddenlandschaft. Da fahre ich jetzt hin. Das ist so eine Halbinsel im Norden. Also nördlicher kann ich gar nicht in der DDR. Entschuldigung, wenn ich immer DDR sage. Sorry. Sehr Spaß. War halt mal früher DDR. Dann geht es eigentlich nur noch Richtung Rostock. Aber erstmal diese sehr wässrige Landschaft im Norden genießen. Ich denke, ich werde das Meer sehen und auch so kleine Hubs. Viel Spaß, auf geht's. Erstmal westwärts. Der Wind weht relativ schwach, aber mir entgegen. Ich hoffe, der bläht nicht auf, aber die haben gestern gesagt, in den Nachrichten, doch, wird stärker der Wind. Okay, jetzt erstmal westwärts, dann nordwärts zum Naturschutzgebiet. Das ist natürlich wieder eine beliebte Strecke für Tagesreisende, ne? Wie man sieht. Ich denke, hier werden gleich einige entgegenkommen, wenn ich rechts abbiege. Oh, Flohmarkt, süß. Ja, sehr naturig hier auf der Seite, in der Gegend meine ich. Einfach schön, wird bestimmt noch schöner gleich. So, ich glaube, hier geht es für mich nordwärts. Da muss ich lang. Komm ich hier rüber? Ist das doof hier. Haben sie aber scheiße gemacht. Mein Gott, ey. Aber für Radfahrer ziemlich scheiße Übergang, ey. Komm, gibt es auch einen Fahrradweg. Da muss ich lang. Ja, scheint eine beliebte Strecke zu sein. Ist nämlich brechend voll. Okay, wir haben ja auch Sonntag, ne? Machen wohl alle einen Ausflug dahin. Ich gehe davon aus, dass da auch Strände sind, wo ich hinfahre. Kein Fahrradweg. Junge, 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 Leute, was ist denn das für ein Verkehr? Da oben im Norden der Krieg ausgebrochen, alle fliehen oder was? Das ist ja der Wahnsinn. Da kommt hier einer und dann am anderen. Boah. Irre. Guckt euch das mal an. So geht er die ganze Zeit. Leute, warum bauen die hier keinen Fahrradweg, ey? Ist ja Wahnsinn. Dresewitz, Vorpommern-Rügen. Gemeinde. Ja, Pausenort wahrscheinlich. Ja, Nationalpark. Vorpommersche Boddenlandschaft. Jetzt geht's los. Sehr, 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 sehr schön sein. Und Leute, die Autos, die glaube ich mir alle entgegenkommen, ne? Das könnte alles Rückreiseverkehr sein. Auch viele mit Berliner Kennzeichen und so. Scheuert. Ja, herrlich, Leute. Was ist der denn? Herrliche Landschaft. Du musst ja rüber auf dem Fahrradweg. Boah, Gott sei Dank ein Radweg, Leute. Ein bisschen rutschig, weil sandig und kiesig, aber egal. Hauptsache nicht auf dem Weg da. Das ist ja irre, was da fährt und kommt. Irre. Guckt euch den Verkehr an hier. Wahnsinn. Wahnsinnig schön. Ah, eine Drehbrücke.
Ding ist wieder. Wow. Oh, jetzt kommt Gegenverkehr, Leute. Boah, hier knattert und rattert das. Wow, aber schön. Oh, scheiß Sandwege hier. So, nach Prerup über den Radweg hier 10 Kilometer. Hauptsache runter von der Hauptstraße. Ja, und hier sind natürlich viele Fahrradfahrer, ne? So, ich mache jetzt mein Päuschen und dann in... Hallo? Oh, sogar Radreisen, ne? So, nächste Möglichkeit hier, mal gucken. So, schön durch den Wald. Ich würde natürlich auch gerne das Meer sehen, ne? Aber ist schon klasse. Kann man nichts sagen. Da kommen wieder Radfahrer, die werden jetzt hier zuhauf kommen. Zig Radfahrer kommen hier entgegen. Hammer. Tagesradreisende, Radreisende, Tagesausflügler. Oma, Opa, Kind und Gege. Alle Mann, alle Frau. So, was die hier nicht haben, sind irgendwie kleine Parkbänkchen oder so, wo man mal ein Päuschen machen kann. Das fehlt. Ansonsten alles hübsch. Ja, da hinten ist ja wohl mehr, sieht man leider noch nicht, weil ich ja leider nur durch den Wald fährst. So, da steht schwarz auf weiß, nee, grün auf weiß. Prerup 7,2, da wo die zwei jetzt auch lang fahren. Ja, und ich habe hier ein schönes Pausenblitzen, voll in der Sonne. Nicht zu fassen, ey. Ein sehr populäres Straßenkreuz hier. Also hier haben bestimmt jetzt schon, seit ich Pause mache, 20 Leute gehalten, ey. Schöner kleiner Radweg, so auf dem Minidamm, sag ich mal. Humpelt ein bisschen. Boah, hat viele Insekten unterwegs, ey. Ja, die haben nochmal Frühherbstaufschwung, ey. Aber morgen ist ja vorbei. Oh, hier sind nette Pausenstellen, auf Wanderweg, ne. Jo, jetzt werde ich ja nicht mit dem Hund da. Hübscher, süßer Campingplatz. Sonnendünner Landstrich, ne. Rechts und links eingeschlossen von Wasser. Man sieht's nicht. Das war echt schade. Boah. Diese Insekten sind aber eine Masse, ey. Oh, ich glaube, da hinten könnte Strand kommen. Das ist ein riesengroßer Campingplatz. Der ist bestimmt nicht billig. Mit Geschäft und all sowas. Mal gucken, wo ich lang muss. Wahrscheinlich da oben hoch irgendwie. Ah, stehen wir alle im Weg hier. Nur einmal laut genug schimpfen und schon ist das Meer da. Oh, da muss ich weiter lang. Und jetzt auf dem Deich. Rechts sieht man das Meer, sieht man leider nicht so viel, weil die Bäume alle davor sind. Radweg voll mit Radfahrern. Was ist ein Radreisender? Ja, super lustig. Leute, guckt euch diese Masse an Radfahrern hier an. Ja, irre. Boah. Und Parkplätze, 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 die wollen alle zum Strand, ganz sicher. Ich vermute fast. Oh nein, Achtung, Achtung, Achtung. Ich vermute fast, der liegt da. Ja, ganz sicher. Oh, der
viel Gepäck. Also die langlaufen, da ist auch Strand. Oh, da will ich ein bisschen weiter. Leute, solltet ihr einen Abschnitt finden, wo ich ganz nah am Strand bin, werde ich die Chance nutzen, vielleicht auch ins Wasser zu gehen. Karawane zieht weiter, schnüppeldubbeldab. Und ganz viele Leute auf dem Damm mit dem Fahrrad. Fahrrad. Guckt euch diese Masse an Radfahrern an hier, Leute. Wahnsinn, was hier los ist. Irre. Da kommen noch mehr. Ah, die nimmt direkt die Abkürzung zum Strand. Ja, irgendwo da hinten ist auch der Strand. Es wird gerade ein bisschen sandig hier. Nicht so doll der Radweg. Oh, ganz schön viel Verkehr. Da ist irgendwo das Meer. Ja, komm mal sehen. Junge. Bisschen eng und rumpelig, aber schöne Pausenstellen hier. Wow. Schönen Blick aufs Wasser. Da kommen wieder zwei hoch, geschossen. Der Radweg war mir ein bisschen eng. Jetzt kommt Ostseebad Prerup. Ja, Ostseebad. Wo Ostseebad draufsteht, muss auch Ostseebad drin sein. Ne? Also der Radweg ist mir ein bisschen zu rumpelig und zu viele Fußgänger am Weg und zu eng. Deshalb fahre ich jetzt hier auf der Landstraße. Auch sehr schöner Mini-Hafen. Informationstafel. Wo will ich hin? Weiß noch gar nicht. Am besten da, wo man Handy aufladen kann, ne? Da fahre ich jetzt, glaube ich, nicht rein. Was soll ich da? Ich könnte da reinfahren, aber mal ganz ehrlich, was soll ich da jetzt drin? Das ist ein Touri-Ort. Wahrscheinlich mit einem schönen Seebad und so. Ich gehe einfach weiter auf die Hauptstraße. Und zwar in diese Richtung und dann nur noch südwestlich. Immer Richtung Rostock. Gegen den Wind nach Riebnitz, Damgarten. Sieht sehr, sehr ländlich aus, aber ich bin immer noch, eigentlich fast noch mittendrin im Naturschutzgebiet. Ach, herrlich hier alles, ey. Ja, der Ausflug hat sich gelohnt. Dankeschön. Und auch jetzt, im Prinzip, ja, auch nach Rostock. Da wenigstens gibt es hier einen schönen Radweg. Nicht wie gerade bei der Einfahrt hier auf die Halbinsel, nenne ich die mal. Jo, jetzt schön schattiges Waldgebiet hier, ne? Oh, Gott sei Dank. Das ist nämlich wieder ein Farbe, ne? Oh, der Wind. Der bringt so die wenigen Kühle mit, meiner Ansicht nach. Hat er einen Radreisende? Gucken, was da entgegenkommt. Nur Tagesreisende. Oh. Die Oma guckt sich grimmig. Die hat bestimmt keinen Bock vor Radfahren. Bei der Hitze. Ja, Hitze. 28 Grad, Leute. Morgen hat es noch ein Burnout. Noch einmal. Morgen auch noch mal schön warm. Dann weiß der liebe Gott, was danach kommt. Deshalb weiß der Helge auch nicht, was auf der Fahrradtour danach kommt. Schauen wir mal. Mal richtig vollplästern lassen am Ende. So, Wieg am Dars. Ich hoffe, da bringt mir irgendwie eine schöne kleine Haltemöglichkeit. Nein, das war ja privat. Aufladen, halten. Hübsche Haltestelle, leider eine Sonne. Ja, auch eine hübsche Haltestelle. Problem ist, Leute, der Verkehr, ne? Oh, und das wird Richtung Rostock bestimmt nicht besser. Schöne Landschaft, enge Straße, Gegenwind, viel Verkehr. Und erste Wolken sehe ich mal wieder. Da könnt ihr sehen, voll Gegenwind. Da hat ein Geschäft offen.
Soll ich das nutzen, Leute? Schwer zu sagen. Erstmal vorankommen. Aber irgendwie wird es hier gerade seltsam, dunstig und diesig, Leute. Kann ich mir gar nicht erklären. Die Sonne ist auch weg und frisch wird er plötzlich. Was ist das hier? Ganz seltsam. Seht ihr das? So richtige Nebelschwaden. Ehrenshoop ist der nächste Ort, 7 Kilometer. Bohren bin ich erstmal raus. Okay, ab durch den Wald. Irgendwie ganz seltsam alles. Erstaunlich. Woher? Einmal so dunstig ist hier. Liebe Freunde, das ist Nebelbildung. Das habe ich mal irgendwann im September in State Washington in den USA erlebt, am Pazifik. Naja, wird Herbst, ne? Aber die haben doch Sonne angesagt für heute. Oder nur hier im Wald. Keine Ahnung. Ja, zum Verkehr sage ich mal nichts, ne? Der Nebel ist nicht nur seltsam, der ist auch manchmal unheimlich, ey. Immer so Schwaden kommen hier reingezogen von rechts, ey. Wenn ich jetzt mal nach hinten gucke, ne? Dann habe ich das Gefühl, der Radweg, auf dem ich jetzt bin, ne? Der läuft schon seit Kilometern. Und ich wusste das einfach nur nicht. Ach, genau dieser Radweg hier. Und guckt euch den Nebel an, das ist ja nicht zu fassen, ne? Hammer! Ich glaube, da hat keiner mit gerechnet. Ich will mal richtig die Schwaden wie die ziehen. Ja, da rechts ist das Meer. Da links auch. Alles voll Nebel. Ist das jetzt nur ein regionales Phänomen oder bleibt das so? Das haben die für morgen früh angekündigt, aber noch nicht heute. Da guckt euch das an. Kommt vom Meer. Absolut vom Meer. Richtige Nebelschwaden kommen darüber. Von rechts. Hammer. Das ist phänomenal. Hallo. Oder brennt er da irgendwo auf dem Meer? Nee, er nicht, weil er überhaupt kühl geworden ist. So, schiebe ich das Fahrrad mal hier zum Strand. Oh, schöne Aussichtsstelle. Hey Leute, das ist absolut nebelgrau. Oh, Fahrrad abstellen. Absolutes Nebelgrau. Hör ich mal, wie Geistergestalten da unten, die Fußgänger am Meer. Nein, die Kamera ist nicht beschlagen. Das ist wirklich so. Irre. Ja, war ja ganz nett da oben am Strand, ne? Aber das Problem, ziemlich windig. Das ist echt kühl. Das sind auch heute 28, das sind nur 21 Grad heute. Hammer, ne? Mal Leute, was die Sonne mit meiner Kinderschokolade gemacht hat, die letzten 2 Tage. Aber jetzt schmeckt die wieder, jetzt ist sie schön kühl. Die sehen mir alle nach Radreisenden aus. Denke ich mal. Stoppt mir auch alle hier. Nee, die 2 fahren weiter. Cool.